Servus, wir haben uns da ein schönes neues Spielzeug ausgedruckt für die Graus. Wo machen wir es? 5 Stunden ist gelaufen. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es sowas aus dem Drucker rauskommt, dann springen wir jetzt mal einen durch zurück. Viel Spaß dabei. So, dann springen wir wieder rein in Thingiverse. Der Mark in der Box, der hat uns das schon kreiert, was wir eigentlich haben wollen für unser Model. Schauen wir mal, was er da sagt. Okay, er macht das in Blau, das machen wir auch. Jetzt sind wir da unten schauen. Leierhöhe gibt er an mit 0,14 und 20% Infill. Das merken wir uns mal, das machen wir genauso, damit wir auf der sicheren Seite sind. Er sagt keine Supports, also hoch, runterladen, läuft. Im Prusa Slicer holen wir uns dann das Objekt einmal rein. Jawohl, ja. Haben wir das da, den muss ein bisschen zentrieren. Dann gehen wir mal auf Druckeinstellungen und ändern unsere Schichthöhe auf 0,14, so wie er das angibt. Tada. Konturen setzen wir auf 3, dass das stabiler wird ein bisschen. Massive Schichten, das können wir lassen. Was ich noch einschaue, dann die Umfangsbrücken entdecken. In der Hoffnung, dass er das besser hinkriegt. Das sehen wir dann später, warum, wo ich Bedenken habe. Ansonsten passt das alles. Bei Infill, wenn wir nur schauen, da gehen wir von stützkubisch gleich auf normalkubisch. Das ist ein bisschen fester. Ah, das können wir lernen, das können wir lernen. Geschwindigkeiten passen auch. Das ist alles Standard, das funktioniert. Das sowieso, das wissen wir. Kühlung, das aktiviert die automatisch, dass er Geschwindigkeit regelt. Jo, 3 Schichten lang wollen wir keine Dinge. Slicen wir das einmal durch. Er sagt, 5 Stunden braucht er ungefähr. Jetzt gehen wir mal unter und jetzt sehen wir da an den runden Ecken. Den macht er nämlich komplett in der Luft. Und da bin ich skeptisch, dass das so funktioniert. Und weiter unten, wo sehen wir es denn am besten? Da haben wir so ein Leitermuster. Ja. Schauen wir, da ist jetzt. Das Blaue, das druckt er komplett in der Luft. Da bin ich gespannt, wie das hinten auch aussehen soll. Aber wie gesagt, wir schmeißen es auf, lassen es drucken und dann sehen wir, wie es ausschaut. Also, bis gleich. Hier sieht man jetzt dann sehr schön die frei hängenden Layer, die wir angesprochen gehabt haben. Schaut nicht so schön aus, funktioniert aber. Vielleicht beim nächsten Mal dann mit den Supports unterstützen. Sakrisch vergelt's Gott. Ich wünsche euch nur einen schönen Sonntag. Danke an meine Mädels, die wollen mir immer wieder neue Projekte eindrucken. Danke an meine Lebensgefährtin, die mir die Zeit bietet, dass ich die Projekte umsetzen darf. Und danke an euch, dass ihr meine Videos auch anschaut. Bitte lasst mir doch ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nach unten geht, macht es auch nichts. Und bleibt gesund, bis nächste Woche. Servus.